Kennt ihr das? Man hört einen Song oder denkt nur dran und schon hat man einen Ohrwurm, den man den ganzen Tag nicht mehr los wird. Eine Melodie, die man mal leiser, mal lauter vor sich hin singt. Irgendwie scheint es, als verankerten sich die Songs fest im Gehirn. Heißen sie vielleicht deshalb im Englischen Sticky Songs, klebrige Songs? Vielleicht sind sie aber auch einfach nur perfekte Lieder. Lieder, die von der Melodie bis zum Text alles richtig machen. Angenommen, es gäbe solche perfekten Hits, würden wir sie alle gleichermaßen so empfinden? Oder sind unsere Lieblingssongs eher mit persönlichen Momenten verknüpft? Einer bestimmten Zeit, dem ersten Verliebtsein oder anderen Erinnerungen unseres Lebens? Und umso mehr ich in dieser Welt drin bin, umso mehr werde ich auch Sachen finden, die mich befriedigen, die zunehmend den Soundtrack meines Lebens bilden. Und dann wird das alles meine Musik. Was lösen diese Songs in uns aus? Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist nicht von ungefähr, dass es diesen Spruch gibt. Denn Musik, bei bestimmten Höhepunkten in der Musik, empfinden wir Höhepunkte wie eben beim Sex oder beim Kokainschnupfen. Also, was muss ein Song haben, damit er uns richtig packt? Was ist ein perfekter Song? Und gibt es dafür eine Rezeptur? Auch wenn sie es von sich selbst nie behaupten würde, aber Alice Merton hat 2016 so einen Song geschrieben. No Roots. Ein echter Ohrwurm. Ich war fertig mit der Uni. Ich hatte kein Geld. Ich bin zusammen mit meinem Manager in eine Einzimmerwohnung gezogen. Und ich wollte unbedingt, dass es klappt. Und ich wusste, ich muss halt alles geben. Über 500 Millionen Streams, 39 Wochen in den deutschen Charts. Platin in Frankreich und Deutschland. Der Song hat sich 1,6 Millionen Mal verkauft. Ich liebe den Song. Ich habe noch ein sehr gutes Verhältnis zu dem Song. Weil es halt der Anfang war und es war auch meine Geschichte. Und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder einen Song schreiben werde, der genauso viel Erfolg haben wird wie No Roots. Selbst wenn er nicht zu euren Lieblingssongs gehört, irgendwas macht er doch mit uns, oder? Ich mag es sehr. Es ist ein vielsagendes Lied. Ich liebe vor allem den Rhythmus. Es klingt wie Herzschläge mit dem Bass. Jetzt, nachdem ich sogar nur die Hook einmal gehört habe, habe ich so ein kleines Echo im Hinterkopf, so mit dem, wo sie mir die Stimme runtergeht, nur Roots und Musik verändert Herzschlag, Blutdruck oder Atemfrequenz. Aber noch mehr. Was ja eigentlich das Faszinierende am Musik hören und an Emotionen in Musik ist, wie Musik solche chemischen Reaktionen auslösen kann im Gehirn. Es ist keine Droge, es ist keine Schokolade, wo man sich vielleicht eine chemische Reaktion vorstellen könnte, sondern es ist Schall, bewegte Luft. Unser Gehirn ist so geflasht, dass es die Nebenniere Hormone ausschütten lässt. Adrenalin bei schneller und aggressiver Musik, Noradrenalin bei sanfter und ruhiger Musik. Musik aktiviert das Gehirn umfassend. In fast allen Hirnregionen passiert etwas, wenn wir Musik hören. Das geht nicht nur rechts rein und links wieder raus. Aber was genau passiert da in unserem Kopf mit dieser bewegten Luft, die unsere Hormone verrückt spielen lässt? Machen wir einen kleinen Ausflug in die Physik der 7. Klasse. Nehmen wir einmal diesen Kopf hier. Die Schallwelle trifft auf das Ohr.
setzt das Trommelfell in Bewegung und wird im Innenohr übersetzt in elektrische Signale, die dann ankommen im Gehirn, in den Hörzentren und von dort aus sich verteilen in verschiedene andere Regionen. Zum Beispiel in die Frontalregionen, wo die Harmonie verarbeitet wird. Versuchen wir mal herauszufinden, welche Musik unser Gehirn wie verarbeitet. Also, ob es gleichermaßen auf harmonische Töne reagiert, wie auf unharmonische. Das sind ganz kurze Musikstücke, meist nur aus 5 Akkorden zusammengebaut, die den klassischen Harmonien unseres westlichen Kulturkreises folgen. Aber die folgen diesen Regeln nicht immer. Ab und zu sind Töne eingebaut, die diese Regeln verletzen. Die klingen dann schief. Und wir schauen, wie das Gehirn diese schiefen Akkorde, diese Dissonanzen, diese Disharmonien verarbeitet. Musik, die ihr gefällt, kann die Probandin mit einem lachenden Smiley bewerten. Schiefe Töne oder gefällt mir nicht, mit einem traurigen. Das Ergebnis? Im Vergleich zu den harmonischen Momenten in der Musik produzieren die Schrägen eine größere Hirnaktivität. Das Gehirn ist also irritiert. Der Rest ist Chemie. Nervenzellen schütten bei gefällt mir Dopamin aus, also Glückshormone. Ich habe zum Beispiel im Halbschlaf mal von Björk Frosty gehört. Und seitdem habe ich jedes Mal, wenn ich diesen Song von ihr höre, dieses Glockenspiel, was ja eigentlich sehr simpel ist, was so gut wie keinen Beat hat oder gar Gesang, jedes Mal eine Gänsehaut, weil ich dran denken muss, weil es sich so perfekt angefühlt hat. Wir haben auch euch gefragt, was sind eure Lieblingssongs und was lösen sie in euch aus? Heroes von David Bowie erinnert mich an meine Jugend. Schöne Erinnerung. Konzert in Berlin, sehr eindrückliche Erinnerung. Enjoy the Silence von Depeche Mode. Ich krieg immer Gänsehaut bei dem Lied und es gibt mir irgendwie Hoffnung. Think von Aretha Franklin. Das gibt mir voll Power und macht mich so fröhlich. Vor allem, wenn sie singt Freedom, Freedom, Freedom. Musik bringt in uns etwas in Bewegung. Aber uns berührt ja nicht jeder Song. Es gibt auch welche, die uns einfach egal sind. Also wie kriegt man es hin, einen Song zu schreiben, der den Menschen nicht egal ist? Angeblich gibt es ein Rezept dafür. Der erste Song geht so, der zweite Song geht so. Und wenn Sie die Hitparade durchgehen, sehen Sie, die laufen alle nach diesen gleichen harmonischen Mustern. Sie haben C-Dur, Sie haben G-Dur, Sie haben A-Moll, Sie haben F-Dur. Und siehe da, ein Song nach dem anderen, mit immer anderer Melodik drauf, funktioniert besser als noch der vorherige. Ein Hit nach dem anderen, die alle genau auf diesem Harmonie-Abfolgeschema beruhen. Eine typische Popformel, the Four-Chord-Formel. Die australische Comedy-Band The Axis of Awesome hat das mal eindrücklich vorgeführt. Aha, so einfach geht das also. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. No woman, no cry. Can you feel the love tonight? Sie erkennen das sofort. So, und dann fängt Ihr Körper an zu reagieren. Dann schütten Sie Belohnungshormone aus. Dann kommt Dopamin. Ah, Baby, es sind unsere Akkorde. Ne? Wenn wir Musik hören, die wir kennen und die uns gut gefällt, wird die rechte Hirnhälfte stärker durchblutet. Dadurch werden wir wacher und wir können zum Beispiel Denkaufgaben besser lösen. Jetzt weiß ich schon, das Ganze würde wieder. Das ist schön, das gefällt mir. Da schüttet sich Dopamin aus. Ich brauche gar keine Schokolade zu essen, ich brauche keine neuen Schuhe zu kaufen. Es geht mir gut damit und das möchte ich möglichst oft dann erleben. Halten wir mal fest. Unser Kopf besitzt eine automatische Qualitätskontrolle, die immer mitläuft, wenn wir Musik hören. Sie sagt uns, was wir gut oder schlecht finden. Das gilt auch für die Länge eines Songs. Kennt ihr irgendeinen Radiohit, der 10 Minuten lang ist? Im Gegenteil, offenbar werden die Songs immer kürzer. Aber warum? Wir hören viel Musik und immer mehr auf den Streaming-Plattformen.
Die Zahl der User pro Monat weltweit lag beim Marktführer Spotify zuletzt bei 165 Millionen Leuten mit Abo und bei insgesamt 365 Millionen Gelegenheitshörerinnen und Hörern. Zwischen 50 und 70 Millionen Songs kann man bei Streamingdiensten wie Apple Music, Spotify, Deezer oder Amazon Music im digitalen Musikarchiv finden. Man kann schon sehen in den letzten Jahren, dass zum Beispiel die Songlängen immer kürzer werden, da die wirtschaftliche Logik aktuell so aufgebaut ist, dass Songs nach einer bestimmten Zeit pro Klick dann zählen und entsprechend vergütet werden. Und das führt tendenziell dazu, dass eher kürzere Songs geschrieben werden, weil längere sich rein wirtschaftlich weniger lohnen. Was wir außerdem sehen, ist, dass die Song-Intros zum Beispiel kürzer werden tendenziell, dass die Stimme früher im Song auftritt, damit die Chance verringert wird, dass Songs geskippt werden, dass die Songs länger gehört werden. Es sieht so aus, als ob wir immer ungeduldiger werden. Studien sagen, in wenigen Jahren wird der durchschnittliche Popsong nur noch 2 Minuten lang sein. Auch in den 1960er Jahren gab es Popsongs, die 2 Minuten lang waren. Aber da wir heute eben skippen können, werden immer kürzere Songs produziert. Im Schnitt gebe ich so einem Song, den ich nicht kenne und zum ersten Mal höre, so zwischen 20 und 30 Sekunden. 12 bis 15 Sekunden pro Song. Also warum soll ich Musik hören, die mich nicht vom ersten Moment irgendwie erwischt? Hätten epische Klassiker wie der 6-Minüter Bohemian Rhapsody von Queen heute überhaupt noch eine Chance? Is this the real life? Is this just fantasy? Schwer zu sagen, denn er müsste sich im Streaming-Geschäft behaupten. Ein Song muss auf den Plattformen aktuell erfolgreich sein, um ein kommerzieller Hit zu sein. Es gibt natürlich Genres, in denen das nicht so die riesige Rolle spielt. Also wenn ich in der elektronischen Musikszene unterwegs bin und irgendwie ein kleines Vinyl-Label habe, dann kann ich da einen Hit in einem gewissen Genre kreieren. Aber wenn ich kommerziell im großen Stile erfolgreich sein will, muss ich auf einer Plattform wie Spotify groß und erfolgreich sein. Die Anforderungen an neue Popsongs sind riesig. Ich habe am Anfang auf jeden Fall ein bisschen Druck gespürt. Aber es kam tatsächlich nie von mir selber irgendwie. Aber wenn ganz viele Leute dann immer zu dir herkommen und sagen, ja, ist aber nicht so geil wie No Roots oder ist nicht so abgegangen wie No Roots, dann irgendwann denkst du auch so, okay, warum wird alles verglichen mit diesem Song, weil man entwickelt sich ja weiter. Und ich bin dann auch in Sessions gegangen mit dem Producer und oft hat er dann Sessions angefangen mit, ja, noch so eine Route zu schreiben, wäre schon ganz gut jetzt, ne? Und ich wusste, ich muss mich irgendwie davon trennen. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich mich von Menschen entferne, die einen Druck aufbauen. Heute kommen viel mehr Songs raus als früher. Die Plattform Deezer zum Beispiel veröffentlicht 50.000 neue Songs pro Tag. Also alle 2 Sekunden einen. Ich glaube, dass das Medium schon sehr stark beeinflusst, wie wir mit der Musik eben umgehen. Ich habe im Gegensatz zu früher, wo ich vielleicht eine Platte umdrehen musste oder sie erst aus der Packung holen musste oder die CD wechseln, habe ich den nächsten Song jetzt einen Klick entfernt und ich habe das nächste Genre und habe so einfach die Möglichkeit auch schnell weiterzugehen. Stellen wir uns die Streaming-Anbieter für einen Moment als eine Art Gefäß vor, in dem unzählige Songs unterschiedlichster Genres landen. Wie schafft es ein Hit in diesem Wirrwarr überhaupt wahrgenommen zu werden und nicht unterzugehen? Früher funktionierte das etwas anders. Denn da gab es vor allem das hier. Genau, das Radio. Lange Zeit hatte es Einfluss darauf, welche Songs populär wurden. Heute hat es große Konkurrenz bekommen. Streaming-Plattformen sind natürlich sehr, sehr wichtig für den Musikkonsum insgesamt, weil es aktuell die dominante Form ist, wie wir Musik konsumieren. Und dadurch werden natürlich
Trends verstärkt. Das heißt, wenn ein Song gut in Playlisten zum Beispiel aktuell funktioniert, werden tendenziell mehr Songs in diese Richtung produziert. Und insofern werden Trends verstärkt, die aktuell schon existieren. Ja. Erfolgreichster Song 2020 war Blinding Lights. Video und Song machen vor, wie es laufen muss. Das ist die höchste Möglichkeitsstufe von Popmusik. Da fehlt es an nichts. Die sind konsequent klar, machen vier Akkorde. Komm, darf ich sie mal andeuten? Brauche ich noch irgendwas anderes? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Auch so ein sticky Song. Der Song catcht einfach. Und das Video dazu scheint wie eine Metapher für die Pandemie. Der Sänger fährt durch eine menschenleere Stadt. Blinding Lights ist optimistisch und traurig zugleich. Ein Chartgarant, denn das trifft den Zeitgeist. Zeitgeist bedeutet, dass ich die Assoziationen anspreche, die die Leute jetzt gerade aktuell haben. Zeitgeist ist sozusagen Dekoration, ist die Art und Weise, wie jetzt konkret gerade produziert, tonal umgesetzt, dekoriert wird. Musik ist auch ein Spiegel der Gesellschaft. An der University of California haben Forschende zu dem Thema eine 500.000 Popsongs der Jahre 1985 bis 2015 ausgewertet. Ergebnis? Die musikalische Stimmung ist in der Zeit sehr viel trauriger geworden. Denkt nur an Lana Del Rey oder Lorde mit ihrer traurige Mädchen-Ästhetik. Es ist nicht einfach, den Zeitgeist zu treffen. Und wenn man es schafft, dann hat man in so ein Loch, in so ein Black Hole zufällig dann getroffen. Und dann ist es ein geiles Gefühl. Natürlich entscheiden auch Texte, wie die Songs bei uns ankommen. BBC Radio One hat die Begriffe ermittelt, die in den am meisten gespielten Songs des Senders am häufigsten vorkommen. Zum Beispiel Every, Never, Need, Night, Younger. Merkt ihr was? Ganz klar. Sehnsucht, Gefühle. Bestes Beispiel auch hierfür wieder, Blinding Lights. Touch, darum geht's. Also, fassen wir mal zusammen. Wir stehen auf bestimmte Akkorde. Ohne sie geht scheinbar nichts. Außerdem beeinflussen Zeitgeist und eine gesellschaftliche Stimmung unseren Geschmack und damit die Songauswahl. Wenn die ganze Mischung stimmt, dann können Ohrwürmer entstehen. Perfekte Songs. So, und jetzt kommen wir zum Kern des Ganzen. Man wird nicht geboren und kennt Musik, sondern man erlernt, wie Musik in unserer Kultur aufgebaut ist. Und das ist dann auch das, was man mag. Und was man mag, weil man es auch versteht. Und je nachdem, wie ich aufwachse, wie ich geprägt werde, wie meine Umwelt, meine Mitschüler, meine Peer Group oder so etwas in Musik drin ist und welche Art sie von Musik hört, werde ich entsprechend auch mit hineingeführt. Das muss ich lernen, das muss ich auch verstehen. Die Prägung, die unseren Geschmack formt, die besondere Stimmung einer Zeit, ist nicht vorhersehbar. Nicht für Künstler, nicht für Industrie oder Algorithmen. Und das ist die Antwort auf die Suche nach dem perfekten Song. Das Gesamtpaket ist letztlich nicht zu berechnen. Irgendwie beruhigend. Es gibt also kein perfektes Lied. Es gibt viele Lieder, die super sind, aber sie sind nur perfekt in einem bestimmten Moment und in einer bestimmten Stimmung. Und nicht einfach egal wann. Songs können also ihren Weg finden. Sogar Songs, mit denen keiner mehr gerechnet hätte. Bestes Beispiel: Ein Mann aus Idaho filmt sich beim Skateboardfahren und lädt das Video bei TikTok hoch. Dazu läuft Dreams von Fleetwood Mac. Über 1 Million neue Streams heimst der Song danach ein. Ein Song aus den 70ern, hallo? Aber ist doch toll. Fun Fact zum Schluss: Was ist der perfekteste Song aller Zeiten? Gemessen an den Verkaufszahlen. Viel Spaß mit diesem Ohrwurm. Of a white Christmas.